185 Tage Buka sind zu Ende. Und Ernst. Ich könnte heulen. Ja, Ernst, bitte. Leck mich am Arsch, du mal. Wie ich medikamentös sind so perfekt hingestellt. Ich würde gerade vollkommen meinen Salzhaushalt ruinieren. Ja, ich dehydriere mir hier ohne der Hand weg. Ernst, komm denn los. Was haben wir? Beruhig dich. Ach so, ja. 185 Jahre Buka sind zu Ende und jeder einzelne Tag neuer quasi ein Festtag. Deshalb gilt an der Stelle Menschen Danke zu sagen, die das auch verdient haben. An vorderster Stelle werden, hey, zwei Menschen erwähnt. Schöner kann man denn jetzt schon. Also, sie waren unermüdlich im Einsatz für die Buka, haben sich um Rentnerinnen gekümmert, haben arbeitslosen Damen einfach mal über die Buka geführt, haben sie an die Hand genommen, haben Kontakte geknüpft. Sie sind zwar nicht mehr die Jüngsten, aber man kann sagen, sie sind immer noch sehr attraktiv für ihr Alter. Zumindest der eine. Vielen Dank, Willi und Ernst. Da kannst du doch nicht selber danken. Ja, aber sonst wischt er doch rein. Ja, da frag ich mal, warum. Also, lass uns vor allen Dingen den Leuten danken, die es wirklich verdient haben, verstehst du? Denn die Buka, das war nur deshalb so ein Erfolg, weil wirklich alle sich in die Sache so richtig reingefunzt haben. Ne? Egal, ob die Stadt war, die Politik, die Verwaltung, das Toilettenbetreuungspersonal. Ja, was glauben Sie, wie häufig ich da vorne gesessen habe? Ne? Die Sicherheitsdienste, die Menschen an den Infoständen und Kassen, die Freunde der Buka in ihren kleinen Verleihhäuschen da vorne, die Kellner, Kellnerinnen, die Köche, die Buka-Führer. Soll ich das jetzt alles allein machen? Ich krieg Schnappatmung. Ich kann dich auch gerne unterstützen, Ernst. Wir sind nur ein Kopf und ein Arsch. Da fragt sich ja nur, wer hält der Kopf und wer der... Mach ruhig, komm.